Sie suchen nach einer guten Lösung, um ganz einfach selbst vegane, laktosefreie Milch herzustellen. Ich zeige Ihnen jetzt, wie das ganz einfach geht mit einem faszinierenden Gerät. Für vegane Drinks ganz ohne Milcheiweiß, Laktose und wenn Sie mögen auch in Rohkostqualität, kann ich Ihnen dieses Gerät empfehlen. Das ist die Veganstar Vital. Das ist nämlich das Zauberwort. Vegan und vital. Mit ihr können Sie ganz leicht zu Hause vegane Drinks herstellen, also ein Ersatz für die altbekannte Kuhmilch. Und so werden natürlich jetzt alle Allergiker Hallo und Juhu schreien, denn dieses Gerät macht es wirklich ganz einfach möglich. Und vor allem haben Sie selbst in der Hand, welche Zutaten Sie verwenden. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Das Gerät besteht aus dem Behälter, einem Edelstahlbehälter mit einer Messskala. In diesen füllen Sie Wasser ein. Und dann kommt noch der Motorblock obendrauf mit dem Schneidewerkzeug. Durch dieses Schneidewerkzeug werden Ihre Zutaten fein gehäckselt, püriert und gleichzeitig mit dem Wasser vermischt. Und so ganz einfach entsteht Ihr veganer Drink. Und die Veganstar, die kann aber noch viel mehr. Sie hat 5 verschiedene Programme. Ein Programm für eingeweichte Sojabohnen, die Sojabohnen, Sojamilch also. Das ist ja der Klassiker als vegane Milch. Die können Sie damit ganz leicht selbst herstellen. Aber was ganz toll ist bei der Veganstar, es gibt auch ein Programm, um nicht eingeweichte Sojabohnen zu mahlen. Das ist ganz faszinierend, weil ganz oft geht es einem so, oh, ich brauche mal schnell Milch. Aber ich habe jetzt gar keine Sojabohnen eingeweicht. Und mit der super Veganstar ist das natürlich möglich. Dann gibt es außerdem ein Programm für weitere Getränke, denn Sie können mit der Veganstar Vital nicht nur Sojamilch herstellen, sondern auch Drinks aus Mandeln, aus Reis, aus Getreide und viel mehr, also aus verschiedenen Cerealien und Nüssen. Es gibt ein 4. Programm, das nennt sich Bio oder niedrige Temperatur. Dieses Programm wird Ihnen Drinks herstellen mit einer Temperatur von maximal 70 Grad. Das ist also ein schonenderes Verfahren, denn bei den anderen 3 Programmen wird die Milch richtig gekocht. Ja, und zu guter Letzt kann die Veganstar noch viel mehr. Sie hat nämlich noch ein Blender-Programm. Damit kann sie zum Beispiel auch rohköstliche Drinks herstellen oder auch kalte Suppen. Sie sehen, Sie können mit diesem Gerät nicht nur Drinks herstellen, Mandeldrinks, Reisdrinks, Sojadrinks, sondern Sie können auch aus Ihren frischen Zutaten leckere Suppen kochen oder rohköstlich zubereiten. Und Sie haben immer die Wahl, zum einen welche Produkte, welche Zutaten Sie verwenden und zum anderen, ob Sie sie gekocht oder rohköstlich möchten. Ich zeige Ihnen noch ganz kurz, wie das generell funktioniert. Sie setzen den Motordeckel auf die gefüllte Veganstar Vital auf. Dann ertönt ein Geräusch. Und mit dem Select-Knopf wählen Sie nun das Programm aus, das Sie benötigen. Ich möchte jetzt zum Beispiel eine Sojamilch machen aus nicht eingeweichten Sojabohnen. Dann wähle ich das 2. Programm aus und drücke On. Und schon geht es los. Wenn das Programm nach ungefähr 15 bis 20 Minuten durchgelaufen ist, ertönt wieder ein Geräusch, ein Piepton. Dann ziehen Sie den Netzstecker. Die Veganstar ist fertig. Lassen Sie bei Sojamilch am besten die Veganstar noch ganz kurz ruhen, damit sich alles setzen kann. Und dann kommt das Sieb ins Spiel, das mitgeliefert wird. Jetzt geben Sie einfach Ihre Milch durch das Sieb und so erhalten Sie eine ganz feine Milch, einen ganz feinen pflanzlichen Drink, der richtig lecker schmeckt. Das benötigen Sie natürlich nicht, wenn Sie Suppen zubereiten. Mit der Veganstar können Sie auch noch ganz andere leckere Sachen zubereiten. Nicht nur Suppen oder Drinks. Sie können damit auch Brotaufstriche machen oder Babynahrung zubereiten. Da können Sie ganz einfach Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Es ist einfach zu handeln und wenn alles fertig ist, einfach abzuspülen. Ganz leicht mit klarem Wasser. Und das war's auch schon. So leicht kann die vegane, rohköstliche Küche sein.